Wenn ich zum Beispiel eine Übung mache, mein Papa guckt zu, Trainer gucken zu. Finish. Nice. Das ist Trailer auf jeden Fall. Left Hook. Gut, Mann. Ja. Sprachen lernen. Bombe. Bombe? Oh. Nee, wie heißt das? Gehört der. Ey, das ist echt mein Move geworden, ne? Hä? Okay, wir haben keinen Ball mehr. Ja, mein Move. Ich hol dir, verzauber. Dieses schiebe ich mal an. Die ist so. Ah, ja, oh. Mann, ja. In die eine Richtung und dann so. Was, schiebe ich mal an? Dieses Annehmen, Gegner kommt. Opa. Das, was wir, glaube ich, vor einem Jahr mal gemacht haben. Ja. Eieiei. Kleines Feedback vielleicht. Herr Steinlein, was denken Sie für das Training bei Dunja Athletik? Also ich habe jetzt schon lange mit Cem trainiert und ist immer sehr, sehr gut. Ich würde auch sagen wie Lukas. Ehrliches Feedback ist ja ähnliches Training, wie ich schon kenne. Deswegen bist du ja hier. Und ich feiere das halt einfach, wenn man so diese Kraft, die man sich im Fitnessstudio antrainiert und so, ja, wenn man die halt in Übungen richtig reinbringen kann. Ja. Und siehst ja, bei manchen Übungen, da passt die Athletik noch nicht so ganz. Ne? So wie bei dieser Koordination und so. Das braucht man halt, ne? Dass man nicht immer nur dieselbe Geradeausstrecke sprintet, sondern da halt mit der richtigen Intensität auch, ne? Ja. Und nicht nach drei Durchgängen, wo es dann immer noch gleich aussieht, weitermacht, sondern bei jeder Übung, das sieht man immer im Video, krass. Wird immer besser. Ne? Bei jeder Übung ist immer eine Steigerung. Definitiv. Das ist, wenn du deine eigenen Übungen immer machst, so, du kennst ja die Übungen dann schon auch. Eben. Und dann geht man leicht in diese Sequenz, dass man die Intensität so ein bisschen runterschraubt. Ja, weil man sie schon hat auch. Ja, genau. Ne? Ja. Aber da musst du immer sagen, wenn ich zum Beispiel eine Übung mache, bin ich immer so dieses Gefühl von, mein Papa guckt zu, Trainer gucken zu, alle sind da. Ich will mir selbst beweisen. Es ist immer so dieses auf Perfektion arbeiten, aber nur effizient werden dabei. Weißt du? Wir gehen jetzt in das Torschuss. Und zwar haben wir hier eine kleine Dunja Hell Parcours aufgebaut. Dunja Hell heißt die. Also Hölle sieht bei uns so aus. Ist cool. Okay. Kann man schon mitarbeiten. Ja, rote Farbe. Schön warm, und so. Rot, blau, alles gibt's hier. Und was wir machen ist folgendermaßen. Ich werde gleich dort stehen, wo mein guter Freund Marius steht. Mit der Kamera und mit dieser perfekten Jacke, die einfach so elegant aussieht. Code, Promotion. Genau, Code. Auf jeden Fall. Lukas wird hier sein. Lukas kennt das Spiel. Rot ist blau, blau ist rot. Wir kommen hier hin. Wir kommen hier hin. Drei Farben. Und davor haben wir auch noch. Hep, hep. Okay? Mhm. Drei Stück davon, drei Stück davon. Ich habe den Ball in der Hand. Nimm den mal bitte in die Hand, den Ball. Ja. Lukas hat gerade den Ball in der Hand. Ich komme raus. Touch. Ja. Weg. Ball kommt. Flach, genau, so hier, zack, wir kommen hier, weg, finish, wir sind nicht fertig, wir drücken uns ab, komm hier hin, zweiter Ball kommt, okay, und gerade wo ich hier reinkomme, kriegst du wieder eine Farbe, diesmal ist es die normale Farbe, das heißt, wenn ich blau sage, du sagst es blau, blau, der Ball kommt aber dann dahin, okay, du sagst blau, blau, warte, noch nicht spielen, blau, blau, ja, ah, okay. Komm hier. Finish. Wir sind noch nicht fertig. Ich weiß, es anstrengend. Komm raus. Ball ist hier. Ja! Ball kommt. Finish. Komm hier rein. Raus. Genau dasselbe. Okay. Das Problem bei solchen Übungen ist immer, man weiß genau, bevor die Übung anfängt, man weiß immer genau. Mhm. Aber in der Übung, das ist halt die Schwierigkeit. Nimm meine Stimme mit. Ja. Okay, ich bin dein Guide. Ja. Mach mal Binaural Beats drauf. Genau, dein erster Schuss ist Reaction, dann diese Reaction, Ball kommt, also mit Kopfball, Ball kommt, aufdrehen, weg von den Hütchen, schießen, platziert. Es geht nur um Platzierung, okay? Ja. Dann kommst du zurück, gerade wenn du im schnellen Tempo zurückkommst, sag ich, genau, oder blau oder rot, und dann setzt du dich ab, kriegst den Ball, gehst in die roten Hütchen, schießt, kommst zurück und dann gehst du in die Hütchen rein. Die jeweiligen. Egal wann welches. Egal, du kommst so ein bisschen zurück und dann, hep, ich werde dich schon leiten, das wird funktionieren, du wirst merken, einfach machen. Ja. Einfach machen, das soll nicht direkt funktionieren. Ja, okay. Bist du bereit? Ja. Und hep! Ah, okay, Komm wieder zurück. Okay. Genau den habe ich vergessen. Genau. Okay. Und bei dieser Übung möchte ich nicht das hier sehen. Hep, hep. Also wir drehen uns nicht im Kreis, okay? Ja. Hep, zack, hep. Zurück, okay? Ready? Warte. Okay. Fußballer-Vibe. Auf geht's. Hep, hep.
Blau! Blau! Kommen! Ja, 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 ja! Touch! Holen! Geholt! Ball kommt! Touch! Nicht nah kommen! Da! Kommen, 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 kommen! Ball kommt! Touch! Und drehen dann wieder! Okay? Nee. Lass mal drehen! Ah, rot, nee, oder? Das war mein Fehler, okay. Ja, aber ich hab's auch schlecht gemacht. Eine Sache, Lukas. Das war noch ein Hektik. Hektik auch. Das hier möchte ich nicht nur das, sondern... Okay? Ja. Komplett raus. Richtig tief kommen. Ich hab kurz geschlafen bei der zweiten. Ja, ich habe auch noch. Aber ich bin jetzt da. Ready? Ja. Und hep. Hep. Hep, hep. Lau. Lau. Rot. Kommen. Start. Gut geholt, bleiben, Ball kommt, aufdrehen, gucken. Gut, kommen, blau. Ah, fuck, ja. Gut, holen, rein, 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 rein. Gut, gut. Sehr gut, kommen, 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 weg. Aufdrehen. Ja. Ja. Okay, was ist hier falsch passiert? Was ist, hat nicht funktioniert? Zu viel Hektik. Fußball ist deswegen ein Tempospiel. Und dann schießen, orientieren und dann wieder dorthin. Alles mit diesem Gewichtsverzauber, mit dem Tempowechsel machen. Gerade war das alles all over the place. Warum? Sobald er geschossen hat, war er schon in den Rhythmus, hat gemerkt, ach scheiße, ich muss ja eigentlich nach links. Das funktioniert nicht. Während du schießt, überlegen, wohin ich als nächstes gehe. Okay? Sehr, sehr viele kognitive Übungen gerade. Okay, Lukas? Was ich möchte ist, du hast gemerkt, es war alles noch all over the place. Warum? Weil du in der Situation, in der Übung warst, du hast geschossen, hast direkt weitergemacht, hast gesagt, oh, okay, warte mal, eigentlich muss ich ja dahin. Und diese drei Schritte haben dein Winkel hier weggenommen. Ja, auf jeden Fall. Der Winkel muss immer gleich sein. Das heißt, du kommst hier hin, rot, kurz bleiben, hier annehmen, hier reingehen. Wenn du hier bist, vorbei. Und bei dem genauso, gerade bist du so. Das nimmt dir keiner ab. Okay, ich möchte, dass du hier Schuss. Ja, 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 das hier. Lieber so als monoton 60%. Das bringt nichts. Ja. Lieber 40, 90, 40, 90 die ganze Zeit. Eine Runde noch. Yes. Flexibel im Kopf bleiben. Hep, 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 hep. Rot. Ah. Blau. Rot, blau. Rot, kommen. Touch. Touch, gut, gut, Ball kommt. Touch, gut, weg. Stark, kommen, 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 kommen. Rot. Gut gemacht. In die Hütchen rein. Gut gemacht, gut gemacht. Sehr gut, nochmal. Ich dachte nochmal. Nein, achso, Verzauber, das war da von mir Fehler. Ja, kriegen wir aber jetzt hin. Ah, das nochmal hat dich verwirrt gerade, gell? Ich dachte, wir fangen nochmal an. Sprachen lernen, Bumble. Bumble? Nee, wie heißt es? So, was, Bumble, was, ja. Was mit Bumble? Sprachen lernen. Was mit Bumble? Sprachen lernen. Achso, okay. Achso, okay. Achten Sie darauf hin. Okay. Ich will nicht mehr diese Zusammenarbeit. Nee. Welche? Unsere nicht mehr? Es ist, wir machen zu viel Spaß. Wir sind Chaoten. Okay, dann gehe ich halt jetzt, ne? Nee, bitte nicht. Okay, ich gehe. Aber zu viel Spaß. Connection Vibes. Ja. Ich bin, dann kannst du deinen Trainer mal jagen, gucken, ob ich das überhaupt kann, was ich preache. Du musst sehr konzentriert bleiben, okay? Dann, hep! Hep, hep! Hep! Und rot! Rot! Blau! Und ja! Ja! Und blau! Der letzte musste reingehen, das wäre perfekt für real gewesen. Boah, das ist eine Anlage. Tony Hell nennen wir die. Oh shit! Das ist Kameramann Athletic. Man hat gesehen, diese Kamera fällt um. Direkt Gewichtsverlagerung. Versicherung, ich war das nicht. Das war der Lukas. Ich habe einen türkischen, deutschen Pass. Das war ich nicht. Ich war es nicht. Ich dachte so, ich er spiel, war das. Ich dachte so, ich spiel richtig lässig Flugball. Me. Ja. Deine Runde. Hep! Hep! Hep, hep!
Gut, hier. Ja. Gut, drücken. Gerade. So. Ja. Start. Reingehen, reingehen. Kleine Schritte, kleine. Gut, Junge, sehr gut. Kommen, kommen, kommen. Ja. Ja. Start. Gut gemacht. Schade, schade, schade. Ja. Gut gemacht. Gut geholt. Okay. Ja. Gute Runde. Wir machen jetzt eine nochmal. Mein Fehler, weil Lukas macht es besser als ich. Er hat mehr Composure. Da merkst du, Lukas schießt mehr aufs Tor. Also er weiß genau, er hat das Vertrauen an seine Schusstechnik, wo er hinschießen soll. Was wir noch machen müssen, ist, du legst dich ein bisschen mehr vor dich. Okay, nicht mit dem ersten direkt drehen und versuchen zu schießen, Winkel, sondern wir nehmen gerade, gerade, gerade und reinschieben. Ja. Ich auch, okay? Ja. Erinnerst du dich, wir hatten das Problem auch in Türkei. Nur Ecken schießen, haben wir gesagt dann. Ja, stimmt. Ja, nur Ecken, weil jetzt wollen wir wieder Ronaldinho machen. Warum? Ja, ja. Beide sind scheiße einfach. Ja. Messi. Das war so. Mit Türkei in die Ecken. Ja, mit Türkei in die Ecken, genau. Passt in den Ecken in Türkei auf jeden Fall. Das ist eine andere Sache. Aber nein, was wir trainiert haben in Türkei ist. Gilt auch für Dortmund. Genau, weil wir machen bei so Übungen. Ich bin auch wieder auf Frankfurt. Okay. Okay. Auf jeden Fall, was hier wichtig ist, ihr habt so viel Volume, so viel Intensität, da könnt ihr euch leicht davon abbringen, dass ihr diese Eleganz wegbekommt. Das heißt, wir machen da schnell und dann wieder gucken. Das heißt, wir gucken in die Ecken. Schaut die Ecken an und sprintet. Leg den Ball da rein, ja. Intensiv wie Messi, einfach flach und nicht versuchen, irgendwie Ronaldinho reinzuhauen. Ja. Okay? Also Lukas kann es besser, weil er auch TikTok auseinander nimmt und so. Mein Schuss ist so, weil ich den ganzen Tag was anderes mache mittlerweile, aber deswegen müssen wir besser werden. Wir sind scheiße gerade mit dem Torschuss. Ja, vor allem ist kein Torwart im Tor, so bringt ja nichts irgendwie hochzuschießen, irgendwie mit Power oder so. Man muss einfach platziert hart in die Ecke, das trainieren wir ja, dafür ist ja das Training da. Wir machen das jetzt so, Assistant Coach Lukas, gib mir diesen Reminder, jetzt gucken, Cem, jetzt das Torabschluss richtig machen, okay? Nur noch mal diese eine Sekunde mitnehmen. Hep, 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 lauf, lauf, lauf. Ab. Und Ecke, Ecke. Jawohl. Und rot. Ab. Ja, komm, denk an die Ecken. Ja. Ah. Und jetzt flach, Messi. Jetzt ist mit links, jetzt ist Messi. Ankara Messi, Ecke abziehen, Ecke abziehen. Immer noch. Start. Gut. Ah, scheiße. Einmal hat er wieder runtergegangen. Ja, Runde war okay, aber Schuss war noch nicht gut. Ich habe immer so Respekt vor Training, Robin. Bei jedem. Wenn ich jemanden trainieren sehe, ich weiß genau, was in seinem Kopf vorgeht. Deswegen, das ist so. Das ist der schönste Moment im Leben. Du bist so verletzlich, aber auch so, so viel Kraft, die kommt. Ui. Schade. Ich kann ja nicht alles. Dunja Athletik. Boah, Maschine. Kameramann Athletik. Kameramann Athletik. Machst du eigentlich auch so, kennst du diese TikToks? Der Barber im Gym trainiert und so. Der Barber im Gym? Und du musst auch Kameramann machen. Ja, ich mach diese Good Morning, ich mach diese Deadlift mit Kamera. Focus. Das Wichtigste ist echt, ne, dieses, bei aller Hektik, diesen ruhigen Schuss hinzukriegen. Ruhigen Schuss. Ich bin auch noch nicht happy damit. Ruhig in die Ecke. Im Spiel 50% der Abschlüsse mindestens in den unteren Ligen sehen so aus, Aktionen da hängen noch irgendwie ja, so. Ja. Aber dieses einmal noch gucken und dann. Okay, ruhig. Wir machen in die Ecken flach, okay? Ja. Nur wenn nicht, dann sind wir sauer aufeinander. Okay. Und hep! Hep! Hep, hep! Blau! Blau! Rot! Rot, komm mal! Touch, gut holen, Touch, gucken, Ecke, rot gemacht, blau, ja, Touch, kurze Führung, Messi, 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 gucken, stark, sauber, weg, ja, genau, sehr gut, Tempowechsel danach, locker, sehr gut, locker, 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 jetzt, ja, Touch, reinholen den Ball, gut, das war wirklich sehr, sehr gut, das war sehr stark. Aber das sauer sein, der letzte sollte wieder winkeln. Marco. Mago. Mago. Nenn mich Mago Reus. Mago. M-A-G-G-O. Mago. Mago. Okay. Neue Übung, letzte Übung. Oh, ich wollte noch einen haben. Wolltest du noch einen? Der ist genauso gleich. Okay.
Lukas, du bist hier mit dem Ball. Wir machen Auftaktbewegung. 0 to 100. Ihr kennt das auf Instagram von mir. 0 to 100 machen wir. Was heißt das? Auftaktbewegung. Ball kommt. Ja, auf links. 0. Wir stoppen, sobald der Ball in unserem Radius ist. Okay, nochmal. Ja, 0. 100. Okay, und das, was wir vorhin gemacht haben. Dieses 100 muss passieren. Ja. Ja. Ab. Das ist, was wir machen, okay? Ja. Dann kommst du hier hin, ich bin mit dem Ball drüber. Genau dasselbe hier. Ja. Mit rechts rein. Dritter Schuss, kommst in die Mitte. Du hast Ball, ich komme hier hin, Kurzbälle. Du sagst ja? Ja. Komm hier hin und bin ich. Okay. Wir bauen noch ein, dass du zwischen den Roten am Ende gehst und dann schießt. Okay, beim letzten? Ja. So ein bisschen zu weit. Ich wollte das nicht. Athletik hört nicht da auf. Ne? Bist du bereit? Ich spiel mal einen so. Also. Genau, nicht zu viel, nicht zu viel. Dann so. Genau, mit dem linken. Und dann? Genau. Aber hier ist wirklich wichtig, dass du sogar hier dein Gewicht anders verlagerst. Hier. Ja. Hier hin, okay? Also ich mache nicht das hier, sondern bam, zero, hier rein, 100. Also nach vorne legen wir deinen Fuß hier hin. Ja. Weil dann kannst du den mitziehen. Ja. Du kannst ja einmal ohne machen, den Ball. Ja. Als würdest du annehmen. Annehmen. Genau. Genau. Ja. Aber du siehst, es ist gerade noch so. Du zeigst. Du musst hier rein. Ja. Und runter gehen. Genau. Ja. Okay? Ja. Nochmal, nochmal. Das war nichts. Ja. Ja. Reinziehen. Wir gehen. Bam. Ja. Wir bleiben trotzdem in diesem Sprung. Ja. Mit beiden. Gut. Ja. Touch. Nein. Du hast nur mitgezogen. Ja. Okay? Kein Problem. Das ist eine neue Motorik. Wirklich diese 0, 100. Ja. Weil wir wollen, dass er dahin geht. Der macht den hier und wir sind schon weg. Ja, er soll da reagieren. Ich weiß genau. Du kannst einen Schritt zurückgehen, wenn du willst. Genau, du musst so aufdrehen, dass du wirklich dann dahin kommst. Ja. So, genau. Ja. Touch. Gut. Genau, Finte, Finte. Nochmal neu. Finte einbauen dort. Ja. Du gehst auf den Spieler zu. Das ist auch sehr wichtig. Das ist eigentlich der größte, große Komplett. Der größte Konzept oder das wichtigste Aspekt beim Dribbling. Körpertäuschung, Finte, Body Feint bei Dunja Athletik, zeige ich euch. Ja. Touch. Gut. Finte. Gut. Gut, mit Körperarbeit. Hier, wapp, wapp, dazu, keine Tricks. Ja. Touch. Genau, nochmal, nochmal, kein Problem. Komm. Warte mal. Schieb mal ein. Hier rein. Gut, genau da mitnehmen. Komm, Reset. Ja. Touch. Gut, gut gemacht. Körperfinte. Gut gemacht. Ball kommt. Gut, komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hepp. Gut geholt. Machen. Sauber. Okay. Sehr gut. Jetzt haben wir es verstanden. Ja. Das größte Problem, achtet bei Lukas jetzt in der Road to Pro Serie, er macht gute Schritte mit seinen Füßen. Er hat die Technik, aber das kauft dir keiner ab, wenn du machst. Ich sehe dich. Hast keine Chance. Das ist Dribbling. Hier passiert nichts. Gute Ballführung. Das ist Dribbling. Okay? Er hat jetzt das gemacht. Ich habe es von hinten schon gesehen, was er macht. Er zieht nach innen. Okay, Lukas, hast du gehört? Ja, hab ich auch. Schultern. Bodyfelden. Hopp, hopp, hopp. Weil damit, was wir machen ist, wir verlagern unser Gewicht und drücken uns, wir können wieder uns abdrücken. Das wollen wir damit bezwecken. Soll ich noch einen Bezug? Du nochmal, du noch. Und bitte Körper, Bodyfeints. Wirklich die Schultern mitnehmen. Yes. Okay? Da gibt es auch viele verschiedene Übungen. Ich kann euch eine geben nach dem Duschen. Das hier. Das hier. Das hier. Ihr lacht jetzt, ha, 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 ha. Aber ich bin derjenige, der euch auseinander nimmt, 1 gegen 1 und ihr nicht. Warum? Weil ihr das nicht könnt. Ganz einfach. Also fußballerisch, ne? Sagen wir fußballerisch. Auf geht's. Ja. Touch. Gut. Körperfente. Gut. Besser. Sehr gut. Schade. Immer beschissen. Schade. Konzentrieren. Ja. Touch. Gut gemacht. Enge Ballführung. Enge Ballführung. Gut. Enge Ballführung nach dem Touch. Ja. Ball kommt. Gut. 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 Ah. Ja, hin. Ja, komm. Gut.
Nein. Gut. Gucken. Finish. Nice. Das ist Trailer auf jeden Fall. Left Hook. Good night. Ja. Happy bin ich noch nicht, aber. Das war gut, das war gut. Nur bei diesem Touch hier, da merkst du wieder dieses. Du machst Dynamic Effort, aber dann ist die Eleganz wieder weg. Dynamic und der Ball ist hier, ist schon längst weg, der Ball. Okay? Ja. Yes. Genau den Abschluss. Ah. Und ja. Ah. Aber Übung sieht gut aus. Sie ist nicht einfach. Nee, ist sie nicht, ne? Ich finde die auch intensiver als die davor irgendwie. Ja. Wenn man so lange Distanz hat. Aber geile Übung. Bisschen lang. Anstrengend. Aber nichts Neues. Sorry, oh mein Gott. Das ist so, Leute, das war's mit dem Training mit Lukas heute. Und zwar wollte ich einfach noch einmal dazu erwähnen, dass die Vlogs, die wir hier aufnehmen, die sollen wirklich Entertainment, Educational, Uplifting sein. Deswegen, wenn ich manchmal ein bisschen Scheiße babbel, nehmt's einfach mit Humor, okay? Wir sind Freunde. Das ist das, was wir verkörpern müssen. Wir müssen uns für Liebe entscheiden. Das ist das, was wir verkörpern. Das ist das, was ich verkörper. Ich habe etwas mir vorgenommen und das werde ich einfach durchziehen. Und seid einfach dabei. Folgt mir nicht, sondern geht mit mir diesen Weg. Ansonsten, Lukas wird öfter zu sehen sein in den Videos. Danke, viel Coach. Spaß. Und viel Spaß bei den nächsten Videos. Bis dann. Geil. Ciao. You're giving me all I need. I fell but landed on my feet. Spirals. Where my pupils should be. Spirals. Spirals. Where my pupils should be.